Vou sim, sim. Está? Vou sim. Ich habe Schlag. Hallo alle zusammen und willkommen zu noch einer 24-Stunden spreche ich nur Deutsch Video. Sie haben mir gesagt, dass ich in Zukunft alle Videos auf Deutsch drehe. Das ist definitiv nein, eine große Nein. Aber ja, ich kann noch ein paar oder viel mehr Videos drehen, wo ich nur auf Deutsch mit jemand spreche. Ich gehe jetzt mit meinen Eltern nach Graz. Wir schauen ein Auto an. Wir möchten ein neues Auto kaufen, aber ja, vielleicht kaufen wir es heute nicht, aber ja, schauen wir mal. Ich hatte nur 5 Minuten, mich vorzubereiten, und davon habe ich 4 Minuten Kaffee getrunken. So ja, sie warten auf mich jetzt, so ich muss gehen. Okay, ich werde meine Mutter anrufen. Ich weiß nicht, wo Sie genau sind. Hallo. Wo sind Sie? Stadt? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Okay, ich komme gleich. Tschüss. Meine Mutter kann ein bisschen Deutsch sprechen, mein Vater gar nicht. So, wir schauen, was passiert heute. Maria, kommt auch. Mama, morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wohin gehen wir? Wir gehen nach Graz, nach Leoben. Leoben. Warum? Wir gehen, neues Autos? Es ist egal, wenn du es ist okay, wenn du Fehler mit Artikeln machst. Aha. Wir gehen die neue Auto sehen, kaufen. Hast du einen Infarkt oder? Wie sagt man? Was denn hier? Ich habe Schlag. Schlag. Wie geht's mit uns? Aha. Unsere Hund gehen mit uns. Maria, wir gehen nach Graz. Vidi, wir gehen nach Graz. Sie ist sehr aufgeregt. Nein, er kann sprechen. Sie ist aufgeregt, dass sie nach Graz geht. Isplatla se ložit u nju. Jeste, jeste. Pametna je svaka ječa. Varum gehen wir nach Graz, Vater? Baj, auto. Varum? Varum gehen wir nach Graz? Du kannst auf Deutsch sprechen. Österreichische Nummer oder nicht? Do aerodroma. Sie fahrt nach Sarajevo. Wo bist du? Na aerodrom. Okay, mit Tibor oder? Čekam da izađe. Aha, okay. Sag hallo. Kak ti ide aerodrom? Ču aerodrom, kako ti vide u aerodrom? Video u aerodrom. Super. Video, gdje mamo? Arija je ze entspan. Ja, schau, Mama, Tante. Vater sagt nichts und Mutter hat einen Schlag. Okay, tschüss, viel Glück. So, wir fahren schon 1 Stunde und wir haben noch 1/2 Stunde vielleicht. Und schaut ihr, was ich gemacht habe. Folge diese Show, es heißt Provo's Most Eligible. Und das ist sehr entspannend. Ja, und ich habe eine große Empfehlung davor. Es ist sehr awkward, aber sehr lustig. Die haben mir gelassen. Meine Eltern sind in diesem rotes Auto. Oh my God, go away, human, nobody likes you. Und ja, sie gehen für eine Testfahrt, wie sagt man. Und natürlich, ich bleibe hier immer. Wegen Aria, weil sie war zu groß und zu matschig, ins Auto zu gehen. Was machst du, Aria?
Arja, was machst du? Es ist extrem kalt und ich will nur nach Hause gehen. Wahrscheinlich werden wir dieses Auto kaufen. Ich weiß nicht, wie das Testfahrt geht. Es ist extrem kalt draußen. Oder? Mir ist es kalt. Wissen Sie, dass Sie können nicht sagen, es ist kalt? Was bedeutet warme? Sie müssen sagen, mir ist kalt oder wenn ihr warme. Es ist total falsch. Und wenn Sie sagen, es ist kalt, dann alle wissen, dass Sie nicht aus Deutschland oder aus Österreich sind. Ja, das geht an meine Nerven. Demnächst. Ja, auch ein Fehler, wenn ich wirklich viel mache. Wenn ich sage Sie, ich meine wie. Viele Leute, wie zum Beispiel, ich habe zu meinen Eltern diesen Morgen gesagt, wo sind Sie? Stattdessen, wo seid ihr? Ich habe A1 Deutsch total vergessen und ja, es kommt automatisch zu mir, weil sie ist sitzen, sie dann auf Deutsch und ja, wenn ich sage, wie verstehen Sie mir, ich kann nicht gut erklären und auch ich spreche zu viel mit älteren Leuten und ja, ich sitze sie natürlich, weil es gibt so viele alte Leute im Hundepark, also ich muss viel mit alten Leuten reden. Мала, ладно, мне было потому что он утро на мне не пьет. Like this Porsche zu kaufen? Nee. Magst du diese Show? Okay, so kann ich endlich eine Antwort bekommen für was haben wir heute gemacht? Haben wir das Auto gekauft oder nicht? Volle Sätze bitte. Ja, wir haben das Auto gemacht. Gemacht? Gekauft. Gekauft. Wir haben das Auto heute gekauft. Okay, so. Und welche Deutschkursniveau hast du gemacht? A1. Und? Ja, ich bin aber ich bin A1-Level. A1-Level. Du kannst schauen unter meinem Balkon, ob es Platz gibt. Es gibt keinen Freiplatz. Und welches Auto haben wir gekauft und warum haben wir ein Auto gekauft? Ist Metro und dieser Verkehr in Wien nicht genug, um in Wien zu wohnen, oder? Wir haben Renault Kadjar gekauft. Und Sie haben es gesehen und dann wieder. Ja. Ich habe gedreht. Und wir brauchen? Wir brauchen das Auto für Sarajevo besuchen. Ja. Und ich brauche es. Ich und brauche das. Für, und viele Reisen. Viele Reisen? Wo? Wohin? Österreich. Ja, Hallstatt, Salzburg. Ja. Und so weiter. Ja, genau. So, wir sind nicht in der Nähe von unserer Wohnung und ich habe ein 50 Kilo Hunde futtern. Und ich muss es von hier tragen, oder? Nein. Nein, okay. Aber es gibt keinen Platz. Okay, so. Ja, natürlich, wir brauchen das Auto auch für Primark und das auch. Und in Sarajevo haben wir immer haben wir immer 20 Kilos gekauft und mit dem Auto geträgt. Und ja, jetzt könnten wir das auch wieder machen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß aber. Okay. Willst du noch etwas sagen, oder? Nein. Bist du hungrig? Bis bald. Bis bald. Bis bald. Eto, ljudi moji, to je to što se tiče videa. Nisam stigla odjavu da snimim. Čim se nalazim u ovakvom okruženju, znate da nisam imala vremena. Ja se iskreno nadam da vam se svidio video i da nije bio previše awkward.
tako da do sljedećeg. Čus, pa.